Ja, liebe Studierende der Vorlesung Praxisorientierte Einführung in die Numerik. Ich glaube, wir hätten uns alle nicht träumen lassen, dass wir das Semester in diesem Jahr auf diese Art beginnen. Aber wir müssen sehen, dass wir das Beste daraus machen. Bitte erwarten Sie von mir nicht, dass ich Ihnen irgendwas Neues oder irgendetwas Definitives erzähle. Wenn ich ganz ehrlich bin, der einzige Grund, warum ich dieses Video jetzt aufnehme, ist, dass ich heute das letzte Mal ins Büro darf und ich einfach jetzt testen muss, ob das, was wir uns ausgedacht haben, was wir uns vorstellen, überhaupt in irgendeiner Weise funktionieren wird. Ich hoffe, es wird besser funktionieren. Wir hören, das Mikro funktioniert noch im Augenblick überhaupt nicht. Ich habe meine privaten Kopfhörer momentan auf. Aber naja, also schauen wir mal, was draus wird. Tatsächlich gehe ich und gehen eigentlich alle hier davon aus, dass wir tatsächlich am 20. April definitiv mit den Vorlesungen und auch mit dieser Vorlesung starten werden. Ich bin aber genau wie die meisten hier auch davon überzeugt, dass wir nicht starten werden mit Präsenzvorlesungen oder Präsenzübungen, sondern dass diese in diesem Semester praktisch über das ganze Semester im Wesentlichen online tatsächlich abgehalten werden. Wenn es nicht so ist, umso besser. Dann sehen wir uns am 20. April. Wenn nicht, dann sehen wir uns wahrscheinlich nur auf diese Art und Weise. Ja, als Test möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen über das, was ich plane für die Vorlesung als Inhalt. Und das wird Ihnen ein bisschen einen Hinweis darauf geben, wie Sie sich vielleicht auch schon vor dem eigentlichen Semesterstart darauf vorbereiten können, so Sie das denn wollen. Und dazu muss ich jetzt mal versuchen, hier meinen Bildschirm zu teilen. Und mal gucken. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Wir sollten jetzt meinen Bildschirm hier sehen. Und ich versuche mal ein bisschen was. Das heißt, also, es geht hier um die Vorlesung praxisorientierte Einführung in die Numerik. Gebe mir mal ausdrücklich hier jetzt nicht so viel Mühe, tatsächlich gut zu schreiben an der Tafel. Einfach deshalb, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich in der echten Vorlesung dann auch durchhalten würde. Okay, es geht um die praxisorientierte Einführung in die Numerik. Und der Sinn dieser Vorlesung ist eigentlich, dass Sie lernen oder dass Ihnen klar wird, dass Sie das, was Sie in den Anfängervorlesungen, insbesondere in der Vorlesung Analysis 1, Analysis 2, auch lineare Algebra 1, 2, was Sie da gelernt haben, dass das Sachen sind, die Sie wunderbar in der Praxis tatsächlich einsetzen können. Und ich finde, gerade für Lehrer ist das extrem wichtig, denn ich finde es sehr schade, wenn Sie irgendwann mal einen Schüler fragt, wo kann ich die Sachen, die ich ja in der Schule lerne, denn eigentlich wirklich einsetzen, wenn Sie dann sagen müssten, ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Also es ist schon wichtig, dass Sie wissen, was man mit diesen Sachen machen kann. Vieles von dem, was ich hier gerade insbesondere am Anfang lehren werde, wird für einen Physiker ein absoluter Witz sein. Aber naja, also die meisten von Ihnen sind keine Physiker. Und das heißt, wir werden beginnen ein bisschen mit physikalischen Beispielen, um erstmal klar zu machen, wie kommt man eigentlich, wie kommt überhaupt erstmal die Mathematik in die Anwendung. Das heißt also, wir werden starten mit ein ganz bisschen Modellierung. Und das bedeutet einfach, wir werden uns ganz einfache Anwendungsbeispiele anschauen. Und das werden häufig sogar Beispiele sein, wie man sie in Schulbüchern findet. Und dann stellen wir aber fest, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, dann ist das, was da gemacht wird, die Lösung, die dort angeboten wird, die ist eigentlich nicht korrekt oder ist zumindest mal sehr ungenau. Und wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, dann stellen wir meistens fest, dass diese Modellierung passieren muss mit Hilfe von gewöhnlichen oder partiellen Differentialgleichungen. Und das wird so ein bisschen das Thema sein in dieser Vorlesung,
sondern gewöhnliche Differentialgleichungen, genauso wie Sie aus der Analysis 1 und Analysis 2 kennen. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man die nutzen, um wirkliche Probleme zu beschreiben? Und das andere ist, wie kann man die tatsächlich auf dem Computer lösen? Das heißt also, wir werden starten mit ein bisschen Modellierung. Bedeutet, wir schauen uns Anwendungsprobleme an und schauen uns an, wie die Mathematik dort hineinspielt. Als zweites werden wir wahrscheinlich uns ein bisschen anschauen zu gewöhnlichen Differentialgleichungen. Und das kennen Sie alles wunderbar aus der Vorlesung Analysis. Da wird es allerdings häufig so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Zumindest wird nicht klar, dass das wirklich eins der ganz großen Themen ist aus der Analysis. Und deshalb wollen wir uns das noch ein bisschen genauer nochmal anschauen, beziehungsweise wir wollen einfach einige Sachen wiederholen, die wir im Rest der Vorlesung dann benutzen werden. Ja, also Satz von Peter Lindelöf, das sind so Sachen, die Sie normalerweise kennen aus der Vorlesung. Und das werden wir hier einfach nochmal so ein bisschen wiederholen. Und wir werden auch ein paar Eigenschaften von gewöhnlichen Differentialgleichungen uns anschauen, die für uns interessant sind. Okay, eine Eigenschaft, die man Ihnen wahrscheinlich in der Analysis nicht beibringt, ist, diese gewöhnlichen Differentialgleichungen sind lösbar im Allgemeinen nur mit in absoluten Spezialfällen und im Normalfall in konstruierten Spezialfällen. Das heißt, wenn die eine echte Differentialgleichung aus der Praxis bekommen, dann ist diese Lösung allgemein analytisch nicht lösbar. Sie können nicht eine analytische Lösung dafür angeben. Okay, wenn wir keine analytische Lösung angeben können, dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Und die Idee, die wir haben, ist, wir bringen diese Differentialgleichungen eigentlich auch einfach nur auf den Computer und versuchen sie approximativ zu lösen. Das heißt also, wir versuchen Näherungen für die analytischen Lösungen anzugeben. Und das kann funktionieren, ja, das kann wunderbar funktionieren. Wir werden sehen, dass es im Normalfall tatsächlich gut funktioniert, aber wir werden auch feststellen, dass wir dafür so ein ganzes Arsenal an Methoden brauchen, bei denen wir ja, Eigenschaften oder Algorithmen oder Sätze aus den Vorlesungen numerischer Analysis, aus den Vorlesungen Analysis und lineare Algebra auf den Rechner bringen müssen. Das heißt also, erstmal werden wir uns fragen, wie bringt man überhaupt eine gewöhnliche Differentialgleichung auf den Rechner? Das heißt also, so eine Implementierung, wie bekommen wir hier den Übergang zum Rechner? Und der nächste Punkt, und das wird für uns der wesentliche sein, ist, naja, also wenn wir das wirklich genau tun, wenn wir das machen wollen, dann stellen wir fest, wir brauchen numerische Methoden. Und da gibt es tatsächlich dann alles Mögliche. Wir müssen in der Lage sein, zum Beispiel ein lineares Gleichungssystem zu lösen. Ja, nichts anderes als das. Sie kennen das. Ja, es gibt wunderbare Möglichkeiten, wunderbare Algorithmen, die Sie schon in der linearen Algebra kennengelernt haben, zur Lösung von linearen Gleichungssystemen, zum Beispiel die Cramersche Regel, ja, funktioniert wunderbar. Das Problem ist, dass diese Algorithmen, die man klassisch aus der reinen Mathematik kennt, meistens sehr, sehr langsam sind und häufig für die Praxis völlig unbrauchbar sind. Das heißt also, wir werden uns tatsächlich einen großen Vorrat an Algorithmen hier beschaffen, mit denen man lineare Gleichungen lösen kann. Und das werden wir hinterher einsetzen und nutzen zur Lösung unserer Anwendungsprobleme. Okay, das war was aus der linearen Algebra. Andererseits aus der Analysis. Integrieren können Sie natürlich auch, aber da wissen Sie natürlich auch, wenn ich eine Funktion integrieren will, häufig schon bei ganz einfachen Funktionen, sowas wie e hoch minus x Quadrat, gibt es keine geschlossene Integrationsformel mehr. Das heißt, Sie können die nicht mehr analytisch, nicht mehr geschlossen integrieren. Und deshalb wollen wir auch da tatsächlich zu numerischen Methoden übergehen. Das heißt, wir wollen statt tatsächlich eine Funktion wirklich zu integrieren, wollen wir die numerisch integrieren. Und das bedeutet für uns immer, dass wir eine Näherung angeben, die tatsächlich für diese echte Integrationsfunktion eine Approximation darstellt. Okay, das heißt also, die numerischen Methoden werden sich so ein bisschen aufteilen in zwei Teile. Und der erste Teil
ist sowas wie numerische lineare Algebra. Und der zweite Teil, da werden wir so Eigenschaften der Analysis tatsächlich oder Formeln, Vorschriften der Analysis auf den Rechner bringen. Und das nenne ich hier mal numerische Analysis. Und da stellen Sie fest, das sind tatsächlich die alten Vorlesungen, die wir klassischerweise hier am Fachbereich bzw. am Institut gehalten haben. Und das führt mich so ein bisschen dazu, wie Sie sich tatsächlich vorbereiten können auf die Vorlesung. Ich werde Ihnen mit einigen ganz konkreten Hinweisen meine Skripte zur numerischen linearen Algebra und zur numerischen Analysis zur Verfügung stellen. Und so einige Teilbereiche davon werden wir uns hier anschauen, nämlich genau die Teile, die wir direkt zur Lösung unserer Anwendungsprobleme nutzen können. Ja, also das ist im Grunde die Idee der Vorlesung. Ich hoffe, dass ich es schaffe, noch in den nächsten 2-3 Tagen Ihnen zunächst mal die Skripte zur Verfügung zu stellen über das LearnWeb. Und ich hoffe auch, dass wir dann in der Lage sein werden, Ihnen so ein paar interaktive Sachen an die Hand zu geben, mit denen Sie Algorithmen verstehen können, mit denen Sie ein bisschen rumspielen können, wo Sie auch dann in der Lage sein werden, Ihre Übungen elektronisch einfach abzugeben. Und die Frage ist, wie werden unsere Übungen stattfinden? Keine Ahnung. Ich nehme an, dass wir sie auch in diesem Format hier tatsächlich stattfinden lassen werden. Ansonsten, ach so, was mir noch einfällt, der Python-Kurs ist ja leider auch ausgefallen. Und da plane ich auch, Ihnen einige Sachen zur Verfügung zu stellen, einfach das interaktiv oder einfach mit Hilfe einiger Lernmaterialien tatsächlich dies nachholen können, so Sie das denn überhaupt wollen. Ich werde in der Vorlesung, um zu zeigen, wie einzelne Algorithmen funktionieren, ich werde immer Python benutzen. Wenn Ihnen das nichts sagt, die Programmiersprache ist tatsächlich sehr, sehr nah an dem, was Sie irgendwann mal im dritten oder vierten Semester vermutlich gemacht haben, wahrscheinlich bei Herrn CRP, da gibt es diese Vorlesung, diese verpflichtende Vorlesung, Einführung in Sage, ich weiß es nicht. Und was da drunter liegt, ist im Grunde Python. Das heißt, Sie können 1:1 im Grunde das, was Sie da gemacht haben, hier auch weiter nutzen. Ja, das war's erstmal. Ich bitte Sie davon abzusehen, mir Fragen zu stellen nach, wie geht's denn jetzt weiter? Ich weiß es auch nicht. Sobald wir wirklich einen ganz konkreten Plan haben, melde ich mich auf den Seiten des LearnWebs. Und das war dann auch meine letzte Videobotschaft, denn jetzt packe ich meine Sachen und gehe für 3 Wochen nach Hause. Also viel Vergnügen in der Zwischenzeit.